Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 Mod Review Video. Ich zeige euch die Schneemod von Sim Cookie und wir gehen jetzt einfach mal mit Marie ein bisschen durch diese verschneite Landschaft und währenddessen kann ich euch ein bisschen über diese Mod erzählen. Die gibt es im Prinzip schon relativ lange. Aber für Brindleton Bay musste die natürlich neu angepasst werden und die ist gerade fertig geworden mit einem enormen Arbeitsaufwand. Man muss hier ja alle Dinge irgendwie weiß anpinseln und das hat wohl Tage und Nächte gedauert. Und jetzt ist es endlich soweit. Ganz viele haben schon darauf gewartet und ich habe mir die installiert. Ich schreibe euch unten in die Infobox, wo man sich das runterladen kann und da gibt es auch ein Video, wie man das installiert. Es ist nicht so ganz für Computeranfänger geeignet. Also man muss sich ein bisschen mit dem Computer auskennen und man sollte, im Prinzip muss man sich mit dem Computer auskennen. Wenn man noch nie eine Mod installiert hat, fängt man besser mit einer einfacheren an, weil dies hier, das ist gleich ein ganzer Stapel von Dateien und man muss das mit einem WinZip-Programm, muss man die RAR-Dateien entpacken und es scheint auch noch ein bisschen buggy zu sein. Also hier unsere Marie, die konnte aus ihrem Kühlschrank nichts essen und jetzt habe ich sie aber einfach per Cheat satt gemacht, damit sie hier mal fröhlich ein bisschen rumrennen kann. Und ich werde das in meinen Let's Plays testen, aber vielleicht gibt es die eine oder andere Störung. Auf jeden Fall finde ich, sieht das hier alles ganz wunderschön aus. Und ich werde mit euch noch einen Rundflug durch verschiedene Gegenden machen. Jetzt laufe ich einfach erstmal ein bisschen mit ihr rum, damit wir das sozusagen vom Boden aus erkunden können. Und später werde ich noch einen Rundflug machen, wo sie dann nicht mehr so direkt beteiligt ist. Ja, die Marie ist übrigens eine, die mir immer mal wieder hilft, die Bauten zu testen. Die spielt ansonsten in meinen Let's Plays keine Rolle. Ja, aber bei den Bauten hilft sie immer fleißig mit. Das ist meine Hauptfigur in meiner Bauwelt sozusagen. So, jetzt gucken wir mal, wo sie langläuft, wenn ich sie hier hinlaufen lasse. Okay. Und dann haben wir hier diese Gegend auch schon ziemlich erkundet. Ah ja, da läuft es jetzt wieder runter. Ich finde, das sieht sehr schön aus hier so am Meer, die Schneelandschaft. Und später werde ich dann auch mal nach Windenburg fliegen. Das sieht, glaube ich, auch ganz wunderschön aus mit dem Schnee. Gerade rechtzeitig, kurz vor Weihnachten, fertig geworden. Ja, und ich hoffe, dass ich meine wichtigsten Let's Plays auch mit Schnee in die Weihnachtsepisoden schicken kann. Ja, das ist eigentlich schon das Wesentliche dazu erzählen. Wie stabil das im Endeffekt ist, weiß ich noch nicht. Da bin ich bestimmt in der Woche schlauer. Wenn man bauen will mit dieser Mod, sind vor allem die Pflanzen und Bäume verändert. Also die Pflanzen und Bäume zu den Packs, für die man sich die Mod runtergeladen hat, die sind hier schneebestäubt. Ja, und da kann man dann schöne Wintersachen bauen. Natürlich sind die Möbel nicht voller Schnee. Ist ja irgendwie auch logisch, denn Möbel stehen ja drinnen. So, hier sieht man auch, da sind dann die Blätter weg und es ist, die Zweige sind voller Schnee. Und gucken wir mal, was es hier so gibt. Das typische Lavendelgewächs. Da müssen wir ein bisschen näher rangehen. Sieht auch irgendwie verschneit aus. Und die ganzen bekannten Sachen haben bei mir jetzt auch französische Namen gekriegt. Weil es ja ein französischer Modbauer ist. Sagt man Modbauer oder Modmacher? Naja, auf jeden Fall jemand, der halt diese Mod gemacht hat. Ja, es sieht alles schön winterlich aus.
Da kann man schöne Wintergärten bauen. Also nicht Wintergärten, sondern winterliche Gärten. Okay. Ja, ich erkläre euch dann noch kurz zusammengefasst, wo man das kriegt und wie man das installiert. Also da geht man auf die Webseite von SimCookie. Und SimCookie ist ein französischer Simmer. Und entsprechend ist auch die Webseite französisch. Ich weiß nicht, ob das auch auf Deutsch oder Englisch verfügbar ist. Da ich ja in Frankreich wohne, kriege ich das natürlich auch nur auf Französisch zu sehen. Und dann muss man sich da mehrere Dateien runterladen. Es gibt auch ein Video, das man sich angucken kann, wie die Installation geht. Aber ich denke mal, auf Deutsch ist das Video bestimmt nicht. Und ja, dann lädt man sich das alles runter und entpackt das und packt es dann ins Mod-Verzeichnis von den Sims. Natürlich ohne, dass das Spiel gerade läuft. Und dann startet man es neu und sagt, ja, ich will die Mods benutzen. Und dann startet man das Spiel endgültig und dann ist alles in Schnee getaucht. Ja, und jetzt fliegen wir noch ein wenig durch die Welten.